Ich zeig dir heute eine Signalkette, mit der du dir ultra fette und vor allem sehr, sehr breite Lead-Vocals bauen kannst. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Hi, ich bin Martin und wenn du neu hier bist, hier lernst du alles über Musikproduktion in Logic Pro X. Ihr habt mir geschrieben, ich soll mehr Tutorials über Vocal Mixing machen und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ab jetzt mal auf unbestimmte Zeit jede Woche ein Tutorial über Vocals abmischen. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir bitte unten in die Kommentare Vocals und dahinter, was ich genau zeigen soll. Also entweder das Genre, R&B, Rock oder eben einfach den Effekt, Delay, Hall oder sowas. Also schreib mir bitte, wenn dich das interessiert, Vocals unten in die Kommentare und was du dir wünschst in diesem Fall über Vocal Mixing, damit ich weiß, was ich vorbereiten soll. Jetzt aber erstmal zur Signalkette für heute und wenn die fertig ist, dann sollte sie sich so anhören. Okay, also so sollte das Endergebnis klingen, wenn es dann fertig ist und wir bauen uns diese Signalkette der Vocals jetzt mal nach. Ich nehme hier alles raus, alle Plugins raus und dann bauen wir das 1:1 nach. Hören wir uns jetzt zuerst mal diese Vocals hier einzeln an, ohne alles und es handelt sich bei diesen Vocals um Donna. Donna ist ein Loop oder ein Sample aus Logic selber. Also ich habe einfach ein Vocal Sample genommen und habe hier ein paar Schnipsel mir zurechtgeschnitten und habe dann eine Signalkette drüber gebaut. Ich habe dabei probiert, so kreativ wie möglich vorzugehen und nicht immer das Gleiche zu machen, weil man schmort doch gern ein bisschen so im eigenen Saft, egal ob es jetzt Vocal Mixing ist oder Mixing allgemein und habe einfach versucht, ein paar neue Sachen mal auszuprobieren und ein paar abgedrehte Effekte damit zu erzielen. Also fangen wir mal an. Das erste Plugin hier ist einfach ein Gain-Plugin, weil sie war mir ein bisschen zu laut. Ich habe sie um knapp 6 dB runtergezogen. Was ich dann gemacht habe ist, das kennst du aus dem letzten Tutorial, das ist der Tube EQ, der bei mir jetzt auf Dauerschleife läuft, weil ich ihn so cool finde. Und damit versuche ich ein bisschen Höhen ihr einzuhauchen, was ja sehr gut funktioniert mit diesem EQ. Hören wir uns die Stimme jetzt aber erstmal ganz trocken an, wie sie klingt, ohne das ganze Hallgezeugse da. Da ist jetzt schon so ein bisschen ein Delay drauf, das ist das Problem, dass das Samples sind. Also da sind auch schon so ein bisschen Effekte draufgepackt und ich packe jetzt zusätzlich nochmal welche drauf. Also so klingt Donna. Alleine ohne alles und jetzt hauchen wir ihm ja mal ein bisschen Leben ein. Ich versuche mal hier so ein bisschen so einen Low-Cut zu machen. Hier in diesem Pull-Tick heißt es Low Attenuation. Ja. Ungefähr hier versuche ich ein bisschen abzuschneiden und dann versuche ich ihr hier etwas Leben einzuhauchen bei um die 8K. Ich lasse mal laufen. Weißt du noch vom letzten Tutorial, wenn du es angeschaut hast? Also mit diesem Pull-Tech EQ kannst du wahnsinnig subtile, schöne, ganz klare und vor allem keine harsche Hauchigkeit und Höhen, crispe Höhen hier reinzaubern. Dann geht's weiter, dass es jetzt hier so ein bisschen Brot und Butter erstmal, bevor es dann spannend wird. Wir brauchen Kompressoren. Ich mache hier ein Double Stacking. Das heißt, ich mache es meistens so, dass ich einen Kompressor verwende, der so ein bisschen die Pegelspitzen zunächst mal abfängt und ansonsten hier nichts Besonderes macht. Ich nehme jetzt als zweiten Kompressor den Vintage Opto, das ist Logic's interne LA-2A-Emulation, ein langsamerer, adaptiver Kompressor und versucht den einzustellen, auch dass er nicht so extrem arbeitet, bisschen höhere Ratio und dann schauen wir mal, wie sich das anhört. Also du siehst, auch der arbeitet nicht sonderlich viel, weil der erste Kompressor fängt mir die Pegelspitzen ab und hier der komprimiert jetzt ein bisschen mehr, manchmal arbeitet er gar nicht. Und ich habe hier die Clip Distortion angewandt. Das ist jetzt ein bisschen Logic intern, das ist einfach ein bisschen Saturation, ein bisschen Sättigung,
um die Vocals ein bisschen anzudicken. Und dadurch kommen jetzt die Vocals schon so ein gutes Stück nach vorne durch diese Double-Stacked-Kompression, also durch diese serielle Kompression mit zwei Kompressoren. So, jetzt wird's spannend. Das ist im Prinzip jetzt noch nichts Besonderes. EQ, Kompression. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich möchte die Vocals sehr, sehr breit machen. Und das mache ich mit einem Chorus, aber ich nehme mal den Chorus von den Gitarren, von dem Pedalboard von den Gitarren. Das habe ich vor Urzeiten irgendwann mal gemacht. Einfach um andere Effekte mal zu verwenden, als die, die man sonst immer verwendet. Also nicht den Vocal Doubler von Isotope oder nicht den Chorus von Logic selber, sondern einfach mal ein Pedalboard, weil das einfach spannend ist und dich auch ein bisschen aus deiner üblichen Routine rausholt und deine Kreativität ein bisschen anschraubt oder anschubst, wenn du mal andere Plugins ausprobierst und vor allem so andere Modulations-Plugins, dass du mal gezwungen bist, ein bisschen was anderes rauszuholen, damit du nicht so schnell in Gefahr läufst, dass immer alles gleich klingt. Das ist jetzt dieser Chorus, war es der, den ich verwendet habe? Ich glaube ja. Und dadurch kann ich jetzt die Vocals hier breiter ziehen, weil so ein Chorus fügt dem Signal eine Kopie hinzu und lässt die Zeit versetzt dazu ablaufen. Und dadurch klingt das Ganze, wird das Ganze ein bisschen breiter gezogen. Ich stelle den einfach mal aus und dann an. Bisschen. Ja? Dann machen wir mal weiter und holen uns einen Hall rein. Als Hall habe ich da genommen, das war das Chroma Reverb. Das mache ich jetzt direkt in Kanalzug, mache das trockene Signal voll auf. 50% Wet ist erstmal okay. Und das war, glaube ich, so ein Synthesizer-Hall. So ein Synthesizer-Hall ist bei Pop-Produktionen, bei Pop-Stimmen, bei Pop-Vocals kommen so Synthesizer-Reverbs richtig gut. Und das war, glaube ich, Big Long and Distant. Und den stelle ich jetzt mal kurz ein hier. Ups. Also ich habe jetzt einfach den Hall in dem Plugin selber noch ein bisschen seiner Höhen beschnitten, dass ich nicht so viel Mumpf da unten rein bekomme. Du siehst, diese Schritte hier sind jetzt alle sehr, sehr krass. Also sehr viel Chorus, sehr viel Reverb und auch sehr viel Luftigkeit durch diesen Tube EQ. Also ich versuche hier schon sehr, sehr zu übertreiben und ein sehr krasses Ergebnis zu erzielen. Also man muss nicht immer nur moderat vorgehen, du kannst auch durchaus auch mal probieren, relativ krasse Einstellungen vorzunehmen. Als letztes habe ich noch einen Exciter genommen. Und dieser Exciter, ich habe es erst probiert mit einem Plugin von einem Drittanbieter von Waves, aber mir hat dann der von Logic tatsächlich besser gefallen. Und hier kann ich dem Signal Obertöne hinzufügen, also noch mehr Crispheit, noch mehr Glitzer, noch mehr Glanz. Und ich schalte das hinter alle anderen Plugins, die schon drin sind, und versuche nochmal hier diese komplette Signalkette hier nochmal ein bisschen mehr zu übertreiben mit den Höhen, mit dem Glitzer, um das Ganze noch ein bisschen spitzer zu machen, noch ein bisschen glitzeriger einfach. Also schon sehr, sehr luftig, schon sehr gehypt, diese Vocals. Aber wie gesagt, in der modernen Musikproduktion passiert sehr, sehr oft genau das. Okay, jetzt wird's richtig spannend, denn jetzt werden wir ein bisschen experimentell. Und da habe ich mir gedacht, so ein Stereo-Delay mit einem Modulationsfilter drüber oder sowas, das könnte spannend sein. Und ich habe dann ein bisschen rumprobiert, aber irgendwie kam da nicht so das Ergebnis raus, das ich mir gewünscht habe. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere einfach mal was anderes aus. Und da ist mir der Step FX von Logic selber eingefallen. Wenn du Logic nicht benutzt oder Logic benutzt und das noch nie benutzt hast, das ist ein Multi-FX, also Multi-Effekt-Plugin mit Delay, mit Filtern, Distortion, Reverb. Und der hört sich in der Grundeinstellung jetzt so an. Schon relativ abgefahren. Könnte ja auch interessant sein, aber mir war jetzt der Filter hier zu viel und ich habe mich mehr für das Delay interessiert hier.
Und ich habe gedacht, okay, das könnte interessant sein, wenn ich das Delay zuschalte und das Plugin färbt aber den Gesang noch mit seiner eigenwilligen Klangfärbung noch mit ein. Und da habe ich einfach ein bisschen rumprobiert und lass uns mal laufen. Okay, das ist schon recht heftig. Und auch hier habe ich jetzt noch den Tube-EQ eingesetzt. Kopiere ihn einfach mal rüber. Um dieses Signal auch, dieses Delay, noch spitzer zu machen. Also noch crisper zu machen in den Höhen, was man eigentlich normalerweise nicht macht. Normalerweise machst du dein Delay dumpfer. Aber ich wollte einfach mal was anderes probieren und habe dadurch dieses Delay nochmal, also die Höhen nochmal angehoben, dass es dann so klingt. Also die Einfärbung von diesem Tube-Delay noch mitgenommen. Jetzt ersäuft natürlich der Gesang schon sehr extrem im Hall oder in dieser Delay-Fahne hier. Und deswegen möchte ich jetzt hier noch einen Kompressor dahinter schalten und den mit dem Gesang sidechainen. Ich habe also jetzt hier Donner, ja. Ich habe hier Donner eingestellt als Sidechain-Trigger. Und werde jetzt das so einstellen von vor allem Attack- und Release-Zeit so, dass es so klingt, oder dass wir den Effekt haben, dass praktisch das Delay nur dann hochkommt, wenn sie Pausen hat, ja? Okay, mir war das jetzt doch ein bisschen zu wild, doch ein bisschen arg angehoben, den Step FX hier in den Höhen noch hinterher. Aber so finde ich es jetzt schon richtig gut und es würde sich ohne Probleme bei einem Pop-Intro oder sowas jetzt einsetzen lassen. Ich spiele jetzt nochmal das komplette Soundbeispiel vor und zwar mit allen Effekten eingeschaltet. Wenn dir das Tutorial gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Sag schon mal Tschüss und wir sehen uns bald beim nächsten Tutorial. Bis dann.